Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu New Pokémon Snap. Im letzten Part haben wir ein bisschen gelernt, wie das mit der Kamera funktioniert. Habe jetzt gerade die erste Tour gestartet und ich bin leicht überfordert, weil hier so viel auf einmal passiert. Aber ich würde sagen, wir schlagen uns ganz gut und machen einfach mal munter weiter. So, da vorne, oh, warte. Zoom, zoom, zoom. Hier, bam. Das ist hier vor allen Dingen ihn direkt frontal gekriegt. Nice. Oh, das wäre ein super Motiv gewesen. Ja, das wäre ein super Motiv gewesen. Zu spät. Was haben wir hier noch da? Oh, sehr hübsch. Oh, so viele Pokémon. So, hier, ihn kriege ich jetzt frontal. Nice. Oh, Mist. Ich war einen kleinen Moment zu langsam, da hat er sich gedreht. Da ist nochmal die Chance, einen Pichu zu kriegen. Das ist leider echt so blöd im Gras versteckt. Das ist nicht gut. Auch eine Möglichkeit, ihn ein bisschen anzulocken. Jetzt! Ist zwar ein bisschen im Gras, aber wird schon gehen. Wir haben es schön groß und mittig aufs Motiv bekommen. So, hier müssen wir gleich mal gucken, bevor ich die verpasse. Ah, er ist in natürlicher Umgebung unterwegs. Da oben sehe ich irgendwas. Da wird ein Hut. Ich sehe es zwar, vielleicht zeigt es sein Köpfchen gleich noch. Ich mache schon mal so ein Foto, weil es ist neu, aber ich glaube, es wird sich tagsüber nicht raustrauen. Du könntest noch besser werden. Oh, 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 oh. Ah, Schwalbini, so ein süßes Pokémon. Aber ich glaube, da haben wir schon ein gutes Bild. Das sieht auch süß aus. Was haben wir hier noch so? Also ich werde wahrscheinlich eine Menge übersehen haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Eine Menge. Das wird ein tolles Bild von Schwalbini sein, aber es ist halt nur komplett alleine drauf. Oh, da, das ist neu. Was ist denn das? Hier, dann sind die nicht mehr alleine drauf. Guck mal, das sind jetzt zwei. Besser. Ich glaube, das gibt mehr Punkte. Hier. Sehr schön. Bisschen mittiger ins Motiv. Dreh dich doch mal bitte. Einmal bitte noch mal kurz ein bisschen zu mir. Zeig dein schönes Gesicht. Komm schon. Ja, sehr, sehr gut. Da wurde sogar gedanced. Was ist denn mehr? Was ist das? Okay. Ich habe noch 49 Fotos. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr Fotos schießen sollen. Was hat die Geräusche gemacht? Okay, wenn du zurück bist, schaue ich mir die Fotos an. Das war jetzt hier quasi der Endpoint. Da geht's wieder zurück ins Basiscamp. Und dann schauen wir mal. Also ich hätte auf jeden Fall das Erste, was wir gelernt haben, viel mehr Fotos spam. Park bei Tag. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Florio Naturparks? Durchaus. Es war ein bisschen stressig am Anfang, muss ich sagen. Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll. Genau wie du es beim letzten Mal getan hast. Und denk daran, nur ein Foto pro Pokémon. Das wird schwierig, Leute, das wird schwierig. Okay, fangen wir mal an. Dodri, was haben wir denn da so am Start? Also das Schlafende finde ich sehr süß, aber das ist natürlich von den Punkten her deutlich besser, ne? Wobei das Schlafende ist schon nice. Das ist schon cute. Zwei Köpfe schlafen, einer hält Wache. Aber ich denke, das wird vom Motiv her besser sein, auch wenn ich hier die Beleuchtung sogar besser finde. Also wenn es nach meinem Geschmack gehen würde, würde ich das nehmen, weil das irgendwie cooler ist. Aber hier wird es auf jeden Fall mehr Punkte geben, deswegen wir nehmen das. So, Vivillon, was haben wir denn da am Start? Das ist nice, aber nicht von vorne. Ich nehme trotzdem das. Na, ja, wobei er ist nicht komplett drauf, ne? Ich nehme trotzdem das. Chimpep. Ja, ist auf jeden Fall das Bessere. Bisofang, da haben wir nur eins gemacht, aber nice. Wampel. Ah, das ist ein Baum, ist halt eine besondere Position, aber ich würde sagen, das ist besser. Schwalbini. Ah, nice. Aber hier sind mehrere drauf, aber nicht so groß. Hier ist der Körper besser drauf. Wir nehmen erstmal das, würde ich sagen, tatsächlich. Wir werden ja wahrscheinlich noch mehrere Runden in dem Ort drehen. Da nehmen wir dich, habe ich nur eins gemacht. Pichu ist mir, glaube ich, wirklich gar kein gutes gelungen. Nee. Das ist ganz okay. Hut, Hut. Ja, einmal schlafend. Kurelei. Hier sind halt zwei, dafür nicht so viele Blumen drauf. Hier ist halt der ganze Background noch voller Blumen und so. Ich glaube, das ist besser.
Da, eindeutig optimal, würde ich sagen. So, und gib ihm. Dann soll er mal durchbewerten, wa? Jetzt holt er, hat wieder seine Goggles rausgeholt. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die neuen Fotos. Dodri. Das ist ein Dodri. Hast du noch nicht gesehen? Okay. Dieses Verhalten sieht man oft. Perfektes Timing, toll gemacht. Da wäre das Schlafen wahrscheinlich besser gewesen. Das sieht man nicht so oft. 4000 Punkte. Denke mal daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Ist okay. Läuft. Vivillon, das ist nicht neu, aber ein upgedatetes Foto. Das fliegt gerade nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Doink, doink, doink. Besser. Jo, neuer Rekord. Ich nehme das jetzt dann, ja. Ah, okay, das geht dann auch in den Index rein. Alles klar. Chimpep. Hatten wir noch nicht. Nice. Also ihr seht auch, die verschiedenen Posen bekommen Sterne und deswegen gibt es dann auch unterschiedliche Bilder für die Posen. Also wir können von einem Pokémon mehrere Bilder in verschiedenen für es typische Posen haben. Nice. Ich lese jetzt nicht jedes Mal vor, was er zu den Bewertungen sagt, ne? Das wiederholt sich dauernd. Okay, nice. Bisofunk. Dankeschön. Nice work. Nice work. Bup, 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 bup. Ganz gut geworden. Wampel. Ich glaube, das ist ein nices Ding. Ja, doch. Ist ganz gut geworden. Nice work. Oh, er sieht es aber gar nicht als so gut an. Aber ich finde, es ist ganz gut geworden. Schwalbini, Schwalbini. Uff. 3260. Nice. Svarones. A new discovery. Tatsächlich kannte ich das Pokémon so gar nicht. Ich habe es gerade gesehen und dachte, was ist denn das? Ist mir noch nie so wirklich also präsent untergekommen. Muss ich ja zugeben, ne? Bin ja ein sehr großer Pokémon-Fan, habe alle Editionen gespielt, aber irgendwann war ich raus mit dem ganzen Auswendiglernen und so. Es ging einfach nicht mehr. Pichu. Da habe ich auf Twitter gesehen, wie jemand aus Ton so ein iPhone-Charger als Riesen-Pichu gebaut hat, wo einfach die eine Backe, die eine Power-Backe, ist dann so ein iPhone-Charger-Plattenteil, einfach eingebaut. Und Pichu hält das dann so an seine Wangenbacke ran. Und dann kann man sein iPhone einfach in dieses Pichu... Also es ist einfach schön. Hätte ich gerne, hätte ich mir sofort gekauft. Ist aber selbst gebastelt, ne? Kannst du nicht kaufen, aber fand ich so geil. Muss ich gerade dran denken, weil ich dieses Pichu sah. Bidita! Ja, und bist zufrieden? Ist ganz gut geworden. Bisschen klein vielleicht, ne? Größe wird wahrscheinlich nicht so die Punkte geben, ja. Weitere Pokémon macht halt echt was aus, Alter. Heftig. Hoothoot! Ein typisches Verhalten. Guckt halt nur noch ein Füßlein raus. Man sieht halt nur den Arsch. Das kann eigentlich nicht so viele Punkte geben, oder? Ist echt ein bisschen... Ne, sag ja. Da geht mehr. Kurilei. A new discovery. Wir haben auch dieses fliegende Ding leider übersehen. Ist ein paar Mal an uns vorbeigeflogen, aber ich habe es übersehen. Das hat echt Punkte gegeben. Nice. Florges. Das wird auch ordentlich Punkte geben, würde ich sagen. Ja, guck mal hier. Da haben wir nämlich genau im rechten Moment ein Foto gemacht. Nice Sache. Ding, ding, ding. Der Eismann ist da. So. Dann. Oh, wie ist es gelaufen? Ich würde sagen. Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundungen auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweise an den Tag legen. Du kannst deinen Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 bis 4 machst. Oder einfacher ausgedrückt, fülle deinen Fotodex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit dem Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Levelaufstieg bei Tag. Oh, du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Oh, es gibt sogar Lootboxen. Fotografieren, Schnupperkurs.
Du hast zum ersten Mal den Florio Naturpark erkundet. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Genau in der Mitte. Du hast bei der Fotobewertung mindestens 1000 Punkte in der Kategorie Positionierung erhalten. So. Im Album speichern, Strecke neu starten zum... Speichere geschossene Fotos im Album. Ja. Nach jeder Erkundung kannst du Fotos in deinem Album speichern, welche du im Labor unter deiner Ecke findest. Mit Foto Plus kannst du an den Fotos Änderungen vornehmen und sie nochmal neu aufnehmen. Probier es mal aus. Ja, okay, ich speichere mal einfach das ab. Und was noch? Fand ich noch irgendwas richtig schön? Mein eines Perfektes. Dieses hier. Okay. Speichern. Und jetzt B. Alles klar. Zum Basiscamp. Auf geht's erstmal wieder zurück. Wir arbeiten uns da langsam rein, ne? Ganz entspannt, kein Stress. Fotos auf Nintendo Switch speichern. Du kannst deine Fotos im Album deiner Nintendo Switch-Konsole speichern. So gelangst du dorthin. Album, wähle ein Foto, auf Konsole speichern. Okay. Dann kann man das twittern und mit dem Internet teilen. Damit solltest du erst einmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht. Lass Blaufuchs sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen, um einen Blick in deinen Fotodex zu werfen. Alles Weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Ja gut, dann würde ich sagen, gleich direkt die nächste Tour bei Tag oder was? So, was gibt's denn so bei den Optionen? Du kannst die Bedienung nach deinen Wünschen anpassen. Manche Einstellungen lassen sich sogar während einer Erkundung im Pausemenü ändern. Spiele etwas mit den Optionen herum, um die beste Konfiguration für dich zu finden. Okay, ich habe die Gyrosensorsteuerung erstmal noch aus. Videoanruf häufig. Kamera, Geschwindigkeit. Ich lasse sie erstmal so, wie sie ist, aber ich glaube, ist es ein bisschen langsam. Vielleicht doch noch ein bisschen schneller. Ich erhöhe mal alles um 1, okay? Knopfbelegung ist in Ordnung. Das stört mich jetzt nicht. Audio kann auch so bleiben. Alles klar. Alright! Erkundung! Let's go! Da seid ihr Nase ja schon wieder. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Ah, das erklärt irgendwie gar nichts. Ja, sehr schön. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Blaufuchs wieder die einzelnen Schritte erklären? Wird erledigt, dann zück mal deine Kamera. Your camera. Okay. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standard-Knopfbelegung. Ist okay. Also, die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Du musst einfach nur den X-Button drücken. Der ist oben. Bei den Nintendo-Controllern muss ich immer wieder gucken. Muss ich immer wieder gucken, weil die einfach so perfide die Standardbelegung um 1 verdreht haben, ja? Okay, ist gut. Versuch's mal. Also, Scan-Funktion. Ja. Ja. A closer look. Also, die Pokémon-Namen flashen auf und Dinge, die interessant sind, bekommen so ein Fragezeichen. Alles klar. Den Pointer auf das Fragezeichen. Ja. Ja, ja, ja. Pikachu rennt auch hin. Okay, also wir müssen mit dem Pointer dann dahin. Dann ändert er seine Shape. Und mit X können wir es dann weiter analysieren. Okay, I need one. Dieses Gefährt ist unerlässlich für die Pokémon-Forschung. Genau so, jetzt siehst du das Ergebnis der Analyse. Da fällt mir ein, den Namen Neo One soll ich
ein Freund des Professors ausgedacht haben. Es war einfach, oder? Also wenn dieses Icon unter dem Screen unten auftaucht, dann ist irgendwas in der Nähe, wo wir mal gucken sollen. Okay. Es gibt also einen visuellen Hinweis. Okay. Oh, hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache solltest du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Alles klar. Okay, es wird langsam komplizierter. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Danke, Rita. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen, also setze sie oft ein. Oh, machen wir gleich mal, ne? Ich scan mich mal gleich durch die Gegend. Also, Erkundung, ab geht die Luzi. Mach erstmal tagsüber im Naturpark ganz viele Fotos von Pokémon. Loreo Naturpark. Dieser grüne Park ist der natürliche Lebensraum vieler Pokémon. Im Floreo Naturpark finden oft Fotoschnupperkurse statt. Daher sind die meisten Pokémon hier an Menschen gewöhnt. Diese Strecke ist als Schnupperkurs gedacht. Sie führt an einem großen See entlang und durch eine Blumenwiese, was sich ideal zum Beobachten von Pokémon macht. Okay. Let's do this. Die Lentil-Chroniken. In diesem Buch hat Captain Vines vor etwa 100 Jahren seine Reise auf den Inseln der Lentil-Region festgehalten. Okay, let's go. So, diesmal werden wir versuchen, uns auch natürlich ein bisschen umzugucken, ganz klar. Also ich versuche... Oh, neues Verhalten. Zwei Ärsche. Da, da. Oh, das war perfekt. Es war perfekt. Es hätte perfekt sein können. So, warte. Ich schau mich mal weiter um, ne? Wir werden... Beim ersten Mal kriegst du nie alles, ne? Es gibt immer... Hier, da, da, da. Es gibt immer sehr viel zu entdecken und man wird nie alles entdecken. Hier, das ist schon mal gut. Versuchen wir jetzt hier nochmal... Kommt doch mal zu mir hin. Los, ihr Nasen. Dann mache ich jetzt gleich ein Foto. Warte, jetzt. Dann sind da immer noch mehrere drauf. Oder vielleicht schaffe ich es noch geiler. Ah, irgendwie nicht. So, warte, den haben wir gleich super schlafen. Perfekt. Okay, ich schau mich mal weiter um. Hier ist irgendwas los. Da liegen geröstete Früchte. War das das Werk eines Pokémons? Da müssen wir weiter drauf achten, was da so abgehen könnte. So, wo ist das fliegende Ding? Was ist das? Eine Kristallblume. Eine Kristallblume, die auf Floreo wächst, okay. Nehmen wir dich nochmal. Oh, warte, mittig. Perfekt. Muss dringend mehr Fotos machen, Leute. Ohne Spaß. Hier sind jetzt noch mehr von den... Ah, da! Warte, 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 warte. Jetzt! Nice! Da, neues Verhalten. Ah, so viele Fotos, Leute. Nice. Oh, knapp. Einmal Schwalbini in einem ganz normalen Standard. Oh. Oh, süß. Das war gut. Er war gerade am Schlafen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein Foto machen können. Oh, Pichu. Wo ist das fliegende Ding? Hier fliegt auch noch dieses, ich nenne es mal das Pikachu der Lüfte. Ist doch hier auch noch irgendwo unterwegs. Da hinten ein Carpador. Eindeutig ein Carpador. Ich habe ein Carpador gefunden. Wo, 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 wo? Da oben. Eine Frucht, die in Lentil wächst. Sie ist sehr beliebt bei Tangolosso. Ja, ja, Hahn ist gut. Muss den Hahn wieder lauter machen. Ist eindeutig zu leise. Da ist unser... Schlafendes Hutut schläft immer auf deinen Beinen stehend. Oh, warte. Carpador, Carpador. Oh.
Ah, leider habe ich jetzt vor lauter Gucken den geilen Carpador-Spot verpasst. Ah, was passiert denn nun mal? Wir machen eben die Tour noch zu Ende, würde ich sagen, oder? Oder mache ich wieder Pause? Bin unentschlossen. Ach komm, wir machen Pause. Wenn der Hahn kräht, machen wir Pause. Ich mache den auch gleich wieder lauter, der ist einfach zu leise jetzt. Meine Lieben, ihr habt den Hahn leider wahrscheinlich nicht kriegen gehört, weil er mega leise ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder, ne? Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.